bis zum Ende des dritten Satzes war das alles hauptdumm. Den aber hat Linus Leitung in der Verlängerung gewonnen. Und dementsprechend nützt er jetzt den psychologischen Vorteil. Der Zahn ist eventuell gezogen. Jetzt kommt noch der Moment, wo man entscheiden muss, will man sicher heimbringen oder will man weiter ein bisschen riskieren. Jungs, bitte laut zählen. Klappt, hat man es richtig gemacht. Klappt es nicht. Kann man sich hinten dann beißen. Naja, 6 zu 4. Reingeschenkt. Wahnsinn. Und das war genau dieser Moment, wo der Kopf sagt, jetzt einfach nur noch heimbringen, du hast es, du musst es nur noch sicher heimbringen. Wenn du den Aufschlag machst mit viel Effekt, dann trau dich mit dem ersten Ball, der geht dann nochmal drauf und dann noch einmal. Ja? Mach das einfach. Er muss kommen. Ja? Mach den gedrehten Aufschlag zweimal, so den einen. So. Ja, genau, das ist die Entscheidung. Er muss kommen. Und wenn man hinterher merkt, zwar ein Risiko gesetzt, dann wäre besser gelaufen, aber wer will das entscheiden? Ja, super. Auf jeden Fall hast du noch ein Spiel. Bei dich. Sechs zu nehmen. Interessant, ich habe genau den Moment erwischt, wo es gekippt ist, nämlich, das kenne ich von mir. Du sagst deinem Kopf, jetzt hast du es jetzt nicht mehr herschenken. Wir haben uns da im Auto unterhalten, Jürgen Fietz und ich, und er hat das erzählt, dass er bei irgendeinem ganz, ganz ultra wichtigen Spiel 3-0 und 10-4 geführt hat. Hat dieses Spiel in der Verlängerung des fünften Satzes verloren. Alter. Also wichtig, dass er jetzt endlich wieder einen Punkt macht. Aussicht des Spartaners. Das ist einer der ganz, ganz seltenen Formfehler, die Max Dreher macht. Wohl auch ein bisschen der Anspannung geschuldet, dass er jetzt nicht mehr viel falsch machen darf. Gut reagiert auf die Netzberührung des Dreherballes und dann hat der Ball eventuell eine leicht veränderte Rotation, mit der Dreher nicht mehr klarkommt. Das kennt man so. Als Folge von Netzrollern mit Fortführung des Ballwechsels. Die Rückhand von Dreikon, wenn ich jetzt ganz böse wäre, würde ich sagen, etwas zu viel nur reingeschoben, zu wenig Druck halt. Wieder schön zu sehen, er fängt immer an, den Maximilian Dreher erstmal in der Mitte zu halten, auf dem Wechselpunkt, auf dem Bauch, da kommt dann nicht viel Gegendruck.
Aber ewig geht das natürlich auch nicht. Irgendwann muss er dann mal in eine Ecke und da ist dann schon der Dreher sehr wertvoll. Jo! Ja, das Netz wollte nicht, dass der drüber geht, hat den Ball zurückgeschickt. Sehr, sehr dünn am Schluss nochmal. Trotz des 6-2-Vorsprungs am Satzanfang. Also, Zwischenetappe ist geschafft. Zwischenziel, Gruppensieg mit hoffentlich jetzt guter Auslosung. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Damit ist die